wenn Verschwörungstheorie wahr wird. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, wenn Verschwörungstheorie wahr wird. Das ist genau unser Thema, meine lieben Freunde. Schön die Aluhütchen aufpacken, Daumen nach oben dalassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! Was zeichnet eine gute Verschwörungstheorie aus? Sie entpuppt sich früher oder später als wahr. So auch die angebliche Kreml-Propaganda-Erzählung, die USA führen in der Ukraine einen Proxykrieg gegen Russland. Und so, wer das gesagt hat, war ein böser Putin-Versteher, wird wahrscheinlich von Putin bezahlt und war auch ein rechter Verschwörungstheoretiker. Jetzt gucken wir mal weiter. Zwar nicht erst seit dem russischen Einmarsch vor 2 Jahren. Als hätte es nicht ohnehin reichlich Belege dafür gegeben, outet sich nun die CIA mit einem bemerkenswerten Eingeständnis, lanciert über ihren angestammten Ausspielkanal die New York Times. The Spy War, How the CIA Secretly Helps Ukraine to Fight Putin. Krass, Digga, das kam in New York Times, Alter, ein Bericht? Der Spionagekrieg, wie die CIA der Ukraine heimlich im Kampf gegen Putin hilft, heißt das Bekennerschreiben. Dem Inhalt nach soll es heißen, how the CIA secretly uses Ukraine to fight Russia. Wie die CIA die Ukraine heimlich für den Kampf gegen Russland nutzt. Crazy! Der Artikel über die CIA ist unübersehbar von der CIA selbst kuratiert worden. Es fehlt nur der Stempel des diensthabenden Offiziers, freigegeben für Veröffentlichung, oder ein Wasserzeichen des Dienstes. 2 Pulitzer-dekorierte redaktionelle Schreibkräfte zeichnen als Verfasser. Die müssen vom journalistischen Glück von Kopf bis Fuß geküsst sein. Man kriegt nicht jeden Tag eine Führung im CIA-geleiteten ukrainischen Geheimbunker. Und geheimdienstliche Erkenntnisse, die 10 Jahre streng unter Verschluss blieben, werden auch nicht jedem ausgeplaudert. Dieses Vertrauen muss man erst verdienen. Über 200 Interviews haben die Reporter bei der Recherche geführt. Viele anonym, darunter mit Spionage-Insidern, die sie offenbar in bester Plauderlaune erwischt haben. Das soll man sich so vorstellen. Hallo, lieber Geheimagent Smith. Oh shit, Agent. Ich heiße Michael Schwertz und schreibe für die New York Times. Ich möchte Ihnen einige Fragen zu Ihrem verdeckten Krieg gegen Putin stellen. Passt Ihnen morgen um 10? Geht klar, lieber um 11, gleich nach dem Drohnenangriff auf den Kreml, den ich begleite. Aber wie, Digga, gab's einen Drohnenangriff auf den Kreml? Ist dein Ernst? Was ich Ihnen zu erzählen habe, ist so geheim, dass ich Sie nachher umbringen muss. Der Bruder hat echt aus. Ironie aus, sagt er. Der Bruder hat echt harte Emotionen in seiner Stimme und in seiner Gestik und Mimik, ne? Man merkt richtig, wie enthusiastisch er ist bei dem Thema, oder? Auf dem Bildschirm. Das ist spekulativ, okay. Zeigt ein roter Strich die Flugbahn einer ukrainischen Sprengstoffdrohne an, die sich gerade durch die russische Luftverteidigung zu einem Ziel in der russischen Stadt Rostow schlängelt. Beschreiben die New York Times-Besucher die Szene in einem unterirdischen Kommandobunker, der geheimen Schaltzentrale des ukrainischen Militärs. Es ist bestimmt ihr journalistisches Geschick allein, dass sie in diese als Bombenruine getarnte, streng geheime Anlage geführt hat. Der Bunker ist von der CIA finanziert, aufgebaut und ausgerüstet. Krass. Und zwar zu 110%. So der ukrainische General Sergei Dvoretsky, der den amerikanischen Gästen die Führung macht. Aber pst, das muss unter uns bleiben. Dieses Ding kann Überwachungs... Aber ist trotzdem interessant, meine lieben Freunde, oder? Ich finde es trotzdem interessant, deswegen, wir gucken, es geht nur 10 Minuten, dass die auch die New York Times so einen Bericht quasi geschrieben hat, so weißt du? Und dass die quasi sagen, dass es ein Proxykrieg ist von den USA und nicht von Ukraine. Und das ist ja eine Sache, die wir auf der Seite, auf der Schwurbelseite des Internets schon von Anfang an wussten. Aber wenn wir das gesagt haben, halt böse Putin-Versteher waren. Eliten aufknacken und verschlüsselte Kommunikation entschlüsseln, plaudert der General in aller Nonchalance weiter. Wir hacken uns auch in weißrussische und chinesische Satelliten ein.
Die enge Partnerschaft zwischen Washington und dem ukrainischen Geheimdienstapparat sei kein Produkt des Krieges und kein Wohltätigkeitsgeschenk seitens der CIA. Nein, die USA, Überraschung, profitieren auch davon. Hier folgt eine rührselige Netflix-reife Geschichte, wie diese fruchtbare Beziehung begonnen hat. Mit zwei Telefonaten in der Nacht des Maidan-Putsches. Als eine krass, 2014. agile pro-westliche Regierung schnell die Macht ergriffen habe, nachdem Millionen Ukrainer die kremlfreundliche Regierung überrannt hätten. Der gerade neu berufene Geheimdienstchef Valentin Naliwajtschenko marschiert Putsch dieser denkwürdigen Nacht ins Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes SPU und findet überall rauchende Haufen Geheimdokumente vor. Alle Computerfestplatten seien entweder gelöscht oder mit russischer Schadsoftware infiziert. Vermutlich haben die Russen die Aufkleber hinterlassen. Oder die SBU-Mitarbeiter nutzen, wie der deutsche Kriegsminister, das Passwort 1234 an ihren Dienstrechnern, sodass Boris Pistorius versteckt Pressestatement hinter Passwort 1234. Oh mein Gott, Alter. Sich gleich einloggen kann und russische Trojaner über den Bildschirm hampeln sieht. Umringt von Bergen glimmernder Papierasche und digitaler Verwüstung ruft Naliwajtschenko als erstes die Chefresidenten der CIA und der MI6 an, beide zufällig in seiner Kontaktliste. Er bestellt sie um Mitternacht ins SBU-Hauptquartier. Was ein Zufall. Und bietet ihnen eine Dreierallianz gegen die Russen an. So habe Naliwajtschenko es. Sorry, warte mal kurz. Der New York Times selbst geschildert. Naliwajtschenko, bereits unter Präsident Juschenko, vormaliger Geheimdienstchef, hatte im Volksmund den Spottnamen Saliwajtschenko, auf Deutsch ungefähr eine Mischung aus Märchenerzähler und Labertasche. Man soll dem einfach glauben, die CIA und MI6 seien vor und bei dem Putsch nur Zuschauer gewesen, wenigstens nicht geschlafen und ihre Handys nicht auf Nichtstören gestellt. Aber ab dann läuft es ganz rund. In 10 Jahren unter 3 verschiedenen US-Präsidenten sei das antirussische Bündnis gediehen, mit Aufs und Abs, und habe am Ende die Ukraine, die früher als eine Schwachstelle wegen ihrer Russlandnähe galt, in den wichtigsten Spionagepartner Washingtons im Kampf gegen den Kreml verwandelt. Die Verwandlung hatte natürlich ihre Kosten. 13 regierungskritische Lokalpolitiker, Abgeordnete und Journalisten sind in der Post-Maidan-Ukraine innerhalb von 8 Monaten rätselhaften Todes gestorben. What? Meisten haben sich angeblich erhängt oder erschossen, mit Kopf- oder Nackenschuss. Der bekannteste war Journalist und Buchautor Alice Buzinar, der von einem Killerkommando aus dem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen wurde. Digga, das ist crazy. Was geht hier ab, Bro? Diese Blutspur ist als die Naliwajtschenko-Liste bekannt. Nach dem US-freundlichen SBU-Chef. Nicht, dass die New York Times Naliwajtschenko über sowas befragen würde. 12 geheime Vorposten an der russischen Grenze habe die CIA seit 2014 aufgebaut. Das haben die alles in der New York Times geschrieben, Digga? Dort wurden Spionageaktionen koordiniert und russische Kommunikation abgehört. Dem wird gleich in aller Unschuld der alte tote Kamel nachgeschoben. Die Ukrainer hätten als Gegenleistung den Amerikanern geholfen, die russischen Agenten zu verfolgen, die die US-Präsidentschaftswahlen manipuliert haben sollen. Alle Jahre wieder. Die USA selbst hat die US-Präsidentschaftswahlen manipuliert. What the fuck? Die Russen haben Trump gewählt. Der untoteste. Die Russen haben Trump gewählt. Der. Aller Rohrkrepierer. Aber, und an dieser Stelle macht dieses CIA-Melodram eine waghalsige Wolte, die Kreml-Marionette Trump habe der geheimdienstlichen Allianz mit Kiew nicht geschadet. Denn egal, was Trump gesagt und getan habe, sein Apparat sei oft in die andere Richtung gegangen. Im Gegenteil, unter Trump sei die verdeckte Kooperation noch weiter ausgebaut worden. Noch mehr geheime Basen, noch mehr. Die Frage ist halt, ob du als Präsident halt auch wirklich was verändern kannst, Mann. Der Staat hinter dem Staat ist halt viel deeper, so, weißt du, wie ich meine? Das ist auch so eine Sache, die man halt verstehen muss, dass die CIA und dass es halt Leute gibt, die nicht gewählt werden müssen. So.
die bleiben von Präsident zu Präsident einfach bestehen und die haben auch eine eigene Agenda so. Das muss man sich halt bewusst machen. Das heißt, wenn ein neuer Präsident reinkommt, genauso wie in Deutschland, wenn eine neue Partei reinkommt, dann heißt es nicht unbedingt, dass die was entscheiden und verändern können. Weißt du, die können vielleicht versuchen, was zu verändern, aber ich bin überzeugt davon, dass es da Mächte gibt, die nicht zulassen, dass wenn ein neuer Präsident gewählt wird, dass deren Agenda quasi kaputt geht. So. Weißt du, das wird weiterverfolgt. Spezielle Ausbildungsprogramme. Dies sei dem damaligen CIA-Chef Mike Pompeo und dem Trump-Sicherheitsberater John Bolton zu verdanken. Trump. Beide ausgewiesene Russland-Falken. Egal, was der Präsident sagt oder tut, der Apparat macht sein Ding. Digga, der Typ, der da im Hintergrund ist, der hat eh nichts zu melden. Der kann nicht mal richtig mehr reden. Der überhaupt noch denken kann? I don't know, ich bezweifle es. Zungen. Aber Trump ist doch kein Russe. Ich verstehe diese Verbindung zwischen Russland und Trump nicht. Irgendwas muss da aber dran sein. Sleepy Joe. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es einfach so gewesen, dass unter Trump die ganzen Dinge in der Ukraine trotzdem weitergelaufen sind so und dass noch mehr Basen aufgebaut wurden etc. pp. Obwohl Trump ja eigentlich quasi nicht diese Agenda mitverfolgt hat angeblich so. Dann ist jetzt die Frage, ob Trump auch einfach nur in der Öffentlichkeit Dinge gesagt hat und im Hintergrund andere Dinge getan hat oder ob er versucht hat, was zu verändern, aber es nicht konnte, weil der tiefe Staat halt stärker ist als der Präsident und der sichtbare Staat. Nennen es der tiefe Staat. Tiefer Staat, Digga, da sind wir jetzt, Bro. Ich hab schon gerochen, dass das kommt. Muss schließlich das Zeug haben, diesen Leviathan zu steuern. Oder glaubt jemand, dass das US-Imperium tatsächlich von einem Mann regiert wird, der schon zu besseren Zeiten seine Frau von seiner Schwester nicht unterscheiden konnte? Und neulich... Dieser Maniak, Digga, ich schwör's dir. Die Ukraine mit Afghanistan verweckt. Das ist so eine krasse, das ist so krass, Bro. Hat. America made a mistake. We went after Bin Laden till we got him. But we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we should have. Wer kann den Typen ernst nehmen? Ich versteh's nicht. Into the whole thing in Iraq and Afghanistan. So. Das ist wie ein fucking Comedy. Das ist Comedy, bruv. Das ist wie ein Film. Wie eine Serie, so King of Queens, bro. CIA-Schulung für die ukrainischen Verbündeten gehören Kurse in Sabotage und Mordanschlägen im feindlichen, sprich russischen Hinterland. Einer der Musterschüler ist der amtierende Chef des Militärgeheimdienstes GUR, Kirill Budanov. Dieser habe persönlich an einer gescheiterten Sabotageaktion im August 2016 auf der Krim teilgenommen, die laut deutscher Medien eine Erfindung der russischen Propaganda war. Der verwundete Budanov sei für die... Erfindung der russischen Propaganda, das machen wir halt gerne so, weißt du? Und das fressen halt die Leute auch immer noch. Ja, die Russen, das sind die Einzigen auf der Welt und China, das sind die Einzigen auf der Welt, die Propaganda machen so. Wir berichten euch immer nur die Wahrheit. Was die sagen, ist immer Propaganda so. Fuck you, bro. Amerikaner so wertvoll gewesen, sie hätten ihn im Militärspital Walter Reed in Maryland wieder zusammengenäht. Aber natürlich habe Washington Kiew für dieses Abenteuer streng getadelt. Das New York Times Auftragsstück ist eine Melange aus streng dosierten Einblicken in den Spionagemaschinenraum, obligatorischem Psychokriegsmüll, hier und da gestreuten Anekdoten, die für den Unterhaltungswert sorgen. Digga, wenn er ein bisschen mehr Emotionen an den Tag legen würde, wäre das ein bisschen mehr geiler zum Angucken. Ich finde, durch dieses Monoton ist schwer zuzuhören, weil er die ganze Zeit so... Die Informationen sind nice und so, weißt du, sind gute Sachen, die man da mal mitbekommt, was die New York Times auch so geschrieben hat, das ist crazy. Aber der ist halt sehr monoton, Digga, schwer zu folgen. Und natürlich Metabotschaften zwischen den Zeilen. Aber auch plumpen, expliziten Messages für Denkresistente wie, wenn die Republikaner die Finanzierung für Kiew stoppen, muss die CIA einige kritisch wichtige Spionageaktivitäten zurückfahren. Dieses CIA-Selbstporträt ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Die Veröffentlichung sollte sicherlich ein... Einer sagt, ich glaube, das ist eine KI. Nein, das ist ein echter Mensch, Bro. Der ist aber kein Kandidat, der eigentlich in die Öffentlichkeit gehört, so vom Feeling her. So. Es ist jetzt kein guter Vortraghalter. So. Aber ey...
Trotzdem, Shoutouts gehen raus. Der macht sein Ding, weißt du, wie ich meine? Bester Mann. Aufschlag machen. Allem voran innenpolitisch. Weil Innenpolitik... Kann ja nicht jeder ein Entertainer sein. Entertained old man hat, da. ...ist in den USA, was zählt. Nichtsdestoweniger hat er auch in Deutschland mehr Beachtung verdient, als ihm zugekommen ist. Vermutlich ist er dem Taurus-Hörspiel unter die Räder gekommen. Oder war doch zu unbequem für die hiesigen Kriegsertüchtigungsmedien, weil er mit dem Mantra eines Un... Das ist halt so süß, der ist schon süß, ne? Wie er so an seinen Fingern die ganze Zeit so... Selbst wenn das, der, ich glaube, ihm fällt es auch nicht einfach, so in der Öffentlichkeit zu sein, vor einer Kamera mäßig so. ...provozierten russischen Angriffs auf die Ukraine aufräumt, welches die New York Times selbst ganze 26 Mal wiederholt hat. Der US-Ökonom und Publizist Jeffrey Sachs hat es nachgerechnet. Die Zeitung beschreibt geradezu bildhaft, wie Washington die Post-Maidan-Ukraine für seinen hybriden Krieg gegen Russland einspannte. Es sei natürlich nur der Wunsch und das Flehen der Ukrainer gewesen, dem die Amerikaner nicht widerstehen konnten. Ein anonymer, hochrangiger EU-Beamter habe den Reportern erzählt, als die Entscheidung über die russische Invasion noch nicht gefallen war, sei Putin von seinem Spionagechef gebrieft worden. Die zentrale Botschaft, die CIA und die MI6 hätten die Ukraine in einen Rambock gegen Russland verwandelt. Sie würden aus dem Nachbarland ungehemmt gegen Moskau operieren. Allerdings, Herr Prum, ich küsse dein Herz, was läuft? Recherchen der New York Times zufolge habe sich Washington wie eine unschuldige Braut lange den Verlockungen Kiews widersetzt und sich am Ende nur widerwillig darauf eingelassen. Der Krieg war sehr wohl provoziert. Das belegt, auch wenn ungewollt, dieses Stück CIA-Eigenwerbung. Das einzusehen bedeutet nicht automatisch, den Krieg zu billigen. Es ist von entscheidender Bedeutung, um seine Gründe richtig zu verstehen und damit einen Weg zum Frieden zu finden, wenn Frieden tatsächlich gewollt ist. Daran lässt die New York Times-Geschichte große Zweifel. Boah, Digga, okay, gute Information, aber war schon ein bisschen anstrengend, sag ich euch ehrlich. Nichts, keine Emotionen, nichts, Digga, da war nichts drin, Alter. Egal, wir haben uns mal reingezogen, schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare rein, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin. Peace out.